Hallo, herzlich willkommen. Es ist die Folge 139 des Computer Club TV. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich darf euch den Mann neben mir vorstellen, das ist der Wolfgang Rudolf, der Einzige, der immer dabei ist. Schon mal mit der immer, also seit Jahrzehnten immer dabei. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir endlich Sommer haben, dass es schön geworden ist draußen. Freue mich auch über die, die uns in Urlaub sehen. Wir kommen ja auch über Satellit oder über YouTube oder sonstige Sachen. Und ich denke, wir haben dieses Mal wieder interessante Themen für Sie vorbereitet. Aber der Heinz... Guck mal hier, was ich hier habe. Zeig das mal den Zuschauern. Wir haben hier, ich war in Urlaub und hier habe ich einen Film, da habe ich auf 20 Meter Tiefe so einen kleinen Oktopus filmen können. Der ist in einer schlechten Qualität. Wie man sowas besser machen kann, vielleicht geht es der auch noch zu retten. Das werden wir gleich sehen. Aber erstmal hat der Wolfgang eine Überraschung für uns. Ja, eine Überraschung. Ich wollte eigentlich mal mit Ihnen darüber sprechen, wie das so ist mit Geburtstagen und solchen Sachen. Das ist was ganz Merkwürdiges. Wenn jemand geboren wird, dann wissen wir ja alles, was damit gemeint ist. Wenn der ein Jahr alt ist, dann wird ihm aber gratuliert zum ersten Geburtstag. Aber es ist ja sein zweiter Geburtstag. Es ist die erste Wiederkehr seines Geburtstages. Die Sache mit dem Lattenzaun, Sie wissen das? Nicht, wenn einer nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Das meine ich nicht. Nein, ich meine, dass immer eine Latte mehr ist, als wir Zwischenräume haben. So ist es auch. Wenn jemand 50 Jahre alt wird, dann hat er seinen 51. Geburtstag. Und wir haben auch Geburtstag. Welchen Geburtstag? Das müssen Sie jetzt vielleicht rauskriegen. Was sehe ich da, Kathi? Du hast das... 7 Jahre CC2. Herzlichen Dank. Also ein Geburtstagskuchen für den CC2. Dankeschön. Bitte sehr. Ja, so sind Sie, die Kolleginnen. Also, hier auf diesem Kuchen sind jetzt 8 Kerzen. Nach meinem kleinen Vorspruch, den ich da eben gehalten habe, müssten Sie jetzt wissen, dass wir 7 Jahre jetzt den CC2 machen. 7 Jahre, das heißt der 8. Geburtstag. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und könnte sagen, was soll der ganze Quatsch? 7 Jahre, das feiert man doch nicht. Natürlich nicht. Aber warum feiert man denn 10 oder 20 Jahre? Ich glaube, ich mache das mal aus, darf ich? Ja. Ich habe es auf 2-mal gemacht. Ich wollte nicht, dass was runterläuft. Warum feiert man denn 10 oder 20 oder 50 Jahre? Nur, weil das ein angeblich runder Geburtstag ist? Nee, nicht so wirklich. Kann man nicht sagen. Denn was ist nun eigentlich rund? Und nur, weil wir gerade mal bis 10 zählen, weil wir vielleicht 10 Finger haben, was ist denn, wenn wir Oktal zählen? Da kommt nach der 7, kommt die 10. Das heißt, da hätten wir jetzt schon einen runden Geburtstag. Ja? Ist jetzt der 10. Geburtstag, Oktal, der 1/0. Natürlich. Was ist denn, wenn wir binär zählen? Da haben wir jetzt so viele Jahre, also 1 plus 2 ist 3, plus 4 ist 7. So viele Jahre haben wir es gemacht. Wir haben also 8 und oder 1 und 4 Nullen. Das wäre dann 1000. Man könnte dummerweise sagen 1000. Ist natürlich auch Quark. Also diese ganze Geschichte mit Geburtstagen ist mir suspekt. Ich selbst habe meinen Geburtstag abgeschafft. Ich feiere keinen Geburtstag. Naja, so ein bisschen. Ich habe meinen Geburtstag schon vor Jahrzehnten auf Pfingsten gelegt. Pfingsten hat mir nämlich immer sehr gut gefallen. Das war immer Samstag, Sonntag, Montag. Und ich habe es verdient, dass ich 3 Tage lang Geburtstag nicht feiern kann und darf. Also mit dem ganzen Hype habe ich nichts zu tun. Binär gehen wir jetzt auf die nächste Stelle über. Darüber freuen wir uns, bedanken uns ganz herzlich, denn ohne NRW-TV hätten wir das gar nicht machen können. Und jetzt schauen wir aber mal rein, wie hat es denn angefangen? Hier bei NRW-TV mit dem CC2. Passen Sie mal auf, wie wir damals ausgesehen haben. Huch, da sind wir ja im Fernsehen, Wolfgang, hast du das gesehen? Da. Aber ich bin nicht erschrocken. Ja. Und wie fühlt sie sich so nach 22 Jahren Fernsehen und dann mit dieser Pause? Und was hat sich geändert? Gar nichts. Wir haben auf jeden Fall, so hoffen wir, wenigstens nichts verlernt. Nee, bestimmt nicht. So. Gegenteil. Der Computerclub hier im Fernsehen ist jetzt genau 1 Jahr alt. Das ist die erste Sendung im Fernsehen. Am 24. Juli des vergangenen Jahres haben wir mit dem sogenannten Podcast angefangen, also mit der Internetsendung. Nennst du den jetzt auch Podcast? Nein. Gut. Nein, mit der Internetsendung. Und ja, das war ja eigentlich eine wahnsinnige Angelegenheit, die wir da machten. Wir waren bei der Telekom im Vorstand und haben über VDSL gesprochen. Die wussten, was das ist? Denn die wollten ja auch Content machen. Und wir fühlten uns so, dass wir vielleicht denen ein bisschen helfen könnten. Und nach diesen 2 Stunden Diskussion
habe ich gedacht, um Gottes Willen, das wird überhaupt nichts. Die brauchen ja mindestens noch 10 Jahre, bis die vielleicht mal anfangen können. Und daraus kam dann der Wunsch, zusammen mit dem Manfred Gläuber im Auto zu sagen, wir müssen irgendwas selbst machen, irgendwie was. Und der Manfred Gläuber hatte jetzt ein Tonstudio fertiggestellt in Köln und da bot sich sowas ja an. Und das haben wir auch mitgekriegt, dass man im Internet gut senden kann. Und deshalb habe ich dich aus dem Auto angerufen im Westerwald und gefragt, machst du mit bei einer Internetsendung? Das war mittwochs, muss man dazu sagen. Und da kam ein klares Ja. Da habe ich gesagt, Montag. Montag fangen wir an. So. Und der Montag, da hatten wir wiederum Glück, dass wir vorher so lange Fernsehen gemacht haben, 22 Jahre. Denn wir haben eine Pressemitteilung an heise.de geschickt, an stern.de geschickt, an Spiegel Online, an WinFuture und was es alles so gibt. Und wir haben eine alte Community gehabt, die immer noch an uns dran war und die hat das nun aufgesogen und hat gesagt, Mensch, die machen was. Ja, und wir haben jetzt das ganz, ganz große Glück, wir haben den Spagat geschafft, dass wir die älteren Zuschauer rübergezogen haben in die Internetsendung und dass wir, was wir jetzt bekommen an neuen Zuhörern, sind alles unheimlich junge Leute. Nicht das nur, das nein, es sind auch Alte dabei. Ich meine, der Jüngste, den ich kenne, der war 13, der hat mir auch mehrfach eine Mail geschickt. Aber es sind auch Leute dabei, die sind fast 80, 78 habe ich letztens einen gehabt. Und der dattelt immer noch mit dem Computer rum und hat Spaß dran. Das finde ich schon super. Also ich finde das gut, dass wir so eine breite Palette an Zuhörern haben. Mittlerweile sind wir ja weit über 300.000, die wöchentlich diesen Podcast, die Internetsendung, downloaden. Tja. Das war, so hat es angefangen. Also, das war die allererste Sendung. Heute haben wir die Folge 139, wie der Heinz Schmitz schon gesagt hat. Ist ganz schön was draus geworden. Und wir haben alles aus eigener Kraft gestemmt. Mit riesiger Unterstützung von NRWTV, muss ich dazu sagen. Aber finanziell steht das ja alles im Grunde genommen nur auf den Spenden. Am Anfang hatten wir mal ein bisschen Werbung, aber dann kam ja der große Crash in der Wirtschaft. Und seitdem hat sich nichts mehr getan. Wenn Sie also meinen, Sie könnten bei uns Werbung machen, jederzeit herzlich gern willkommen. Alkohol natürlich nicht. Und die großen Spieler, die oft genug Hauer bekommen haben von uns, weil sie Produkte auf den Markt geworfen haben, die nicht so gut waren oder die nicht für den Verbraucher wirklich geeignet oder gedacht waren, die haben sich sowieso längst zurückgezogen. Wir berichten auch noch darüber, natürlich, ganz klar. Aber wie gesagt, alles auf relativ wirtschaftlich, auf relativ kleiner Flamme. So, jetzt müssten wir auch noch mal darüber sprechen. Der Heinz Schmitz, der ist ja später dazugekommen in der Fernsehsendung und der Wolfgang Back ist noch in Urlaub, leider. Es wäre schön, wenn er mit dabei sein könnte, aber wir haben ihn ja deswegen auch in der Einspielung gehabt. Und ich denke, er wird sich das ansehen. Wir grüßen ihn ganz herzlich. Ich weiß nicht, ob er noch in der Schweiz ist oder ob er schon wieder zurück ist. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Tagen etwas von ihm hören. Was wir vorhaben, das ist natürlich unsere Sendung weiterzumachen und auch noch, sagen wir mal, interessante Themen zu bringen, sowohl Bastelprojekte. Ich kann Ihnen sagen, in der übernächsten Sendung zum Beispiel werden wir Selbstbaukopter vorstellen. Wir werden natürlich Berichte über die Gamescom in Köln abliefern, damit Sie wissen, was es da Neues gibt und viele andere Dinge. Also die Vorbereitungen für viele weitere Sendungen laufen, die sind quasi schon abgeschlossen. Wir könnten starten. Wir wünschen uns, dass wir von Ihnen vielleicht den einen oder anderen Input bekommen. Und dazu habe ich mir überlegt, dass ich im Forum etwas ändern möchte. Ich möchte dort den Bereich Themenvorschläge, der am Anfang ziemlich wild durcheinander gehauen wurde, in einer begrenzten Form wieder reinbringen, so als Art schwarzes Brett, wo jeder sagen kann, was er gern möchte. Allerdings unreflektiert von uns. Wir suchen uns aus, was wir realisieren können, vor allen Dingen, was auch uns interessiert. Denn nur wenn wir selbst Spaß dran haben, können wir die Sachen auch gut machen. Und das kommt dann auch in die Sendung. So, jetzt wollen wir mal sehen, was der Hans Schmitz für die Sendung hat. Ja, ich habe einen Gast, Volker Maxig von Cyberlink. Eine Firma, die nicht aus USA kommt, sondern ein Softwareentwickler, der in Taiwan sitzt. Was ja eher für den normalen Markt ungewöhnlich ist. Volker, was mir aufgefallen ist, deswegen habe ich dich eingeladen, ihr habt eine Software, den Power Director, den gibt es schon eine Zeit lang. Weißt du, wie viele Jahre? Seit 12 Jahren. 12 Jahren. Gut, das war ziemlich in den Anfängen. Aber ihr habt jetzt eine Version fürs Tablet. Wir können mal auf das Tablet umschneiden, während ich hier versuche, ein paar Tastendrücke zu machen. Und da sieht man,
dass man hier Videoschnitt machen kann. Also man kann die Videos nehmen, man kann das machen. Vielleicht machst du das besser, du kennst dich mit dem Tablet besser aus. Man nimmt also Videos, man hat einen Einschnitt, einen Einspur-Videoschnitt. Richtig, genau. Also Tablets, Smartphones sind ja durchaus üblich heutzutage, werden auch mit in den Urlaub genommen und vielleicht möchte man am Urlaubsort schon mal loslegen, sichten und vielleicht auch schon mal das Projekt arrangieren. Und dazu kann man dann jetzt hier oben links einen Videoclip auswählen. Mit der Plus-Taste landet er sofort auf der Timeline hier. Ich kann also auch noch einen zweiten Clip nehmen und ich kann dann halt eben hier mein Video positionieren, habe dann sogar die Möglichkeit, Überblendungen einzublenden. Ich wähle mal jetzt hier diese Roulade aus und die landet dann halt eben sofort hier unten auf der Timeline. Und wenn ich das jetzt abspiele, sehen wir auch schon direkt den Effekt halt. Es geht also jetzt hier langsam durch. Von dem einen Gitarrenspiel die Überblendung auf die andere Einstellung. Also das ist im Prinzip so ein Videogrobschnitt. Das ist richtig, ein Videogrobschnitt. Man hat nur eine Zeitleiste, also eine Videospur zur Verfügung, eine Titelspur und eine Audiospur. Wenn man das aber jetzt komme ich aus dem Urlaub wieder, habe mein Tablet, habe meinen Grobschnitt, möchte also an sich ein bisschen feinarbeiten. Das könnte man ja viel besser denn auf dem PC. Denn der Trick bei eurer Lösung ist ja, dass die gleiche Software, die gleichen Projekte sowohl auf dem Tablet, das gibt es für Android, ne? Das gibt es für Android und für Windows 8 auch. Mhm. Und man kann iPad, natürlich... iOS? iPod noch nicht, sage ich mal. Da wird noch dran gearbeitet. Okay. Aber das gleiche Projekt kann ich dann auf dem PC ziehen? Das ist richtig. Also unter Windows 8 zum Beispiel kann man es direkt halt eben abspeichern, auf den Desktop ablegen und dann halt oder auch kopieren und dann natürlich in den Power Director laden, unsere Desktop-Software, die natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Vielleicht zeigen wir das einfach mal. Wir mussten die jetzt runternehmen und wieder neu starten, denn wir haben hier einen ganz neu hier im Studio, einen HDMI-Umschalter. Aber wenn man den umschaltet im laufenden Programm, bei Windows-Programmen, dann schlägt er schon mal zu und geht nicht mehr. Mhm. Also jetzt haben wir hier, wenn wir auf den Rechner umschalten nochmal, haben wir hier die volle Ausbreitung. Man sieht jetzt hier mehrere Videospuren. Wie viele Videospuren könnt ihr parallel? Bis zu 100 Audio- und 100 Videospuren. Gut, das reicht erstmal für das Erste. Damit kann man also jetzt das Feintuning machen. Ich könnte also jetzt mein Projekt, das ich unterwegs gemacht habe, hier reinnehmen und feintunen. Ist das eigentlich alles, was das kann, oder haben wir da auch noch andere Möglichkeiten? Nein, wir haben wesentlich weitreichende Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt hier in der neuesten Version ein Multicam-Modul mit untergebracht. Mhm. Denn heutzutage hat man halt den Fall, dass man mehr und mehr Sourcen hat. Also man hat mit dem Handy, mit dem Tablet aufgenommen. Freunde, Bekannte haben eben halt auch mitgedreht. Und man möchte das dann alles in ein Projekt zusammenbringen. Die berühmte Feier der Tochter oder des Sohnes in der Theatergruppe der Ganz Schule, genau. Wo dann 100 Eltern parallel filmen. Ganz genau. Oder es kann natürlich auch eben der eigene Musikclip sein, der eigene Mountainbike-Ride, sage ich mal, den man mit verschiedenen Kameras aufgenommen hat. Und da gibt es eben halt das Problem, dass man dieses Material synchronisieren muss. Also, ja, das heißt, also du hast jetzt hier einen Gitarrenspieler, vier Spuren, vier Kameras ausgewählt. Jetzt öffne einfach mal. Dann sehen wir das, dass unten, wenn wir umschneiden, vier Videospuren sind und der mit vollhaarige Gitarrist sitzt da. Genau. Jetzt sagtest du, man kann die synchronisieren, denn wenn man jetzt selber aufnimmt zum Beispiel, ich will jetzt eine Aufnahme von mir selber machen als Star, habe ich dann vier Kameras, mache die nacheinander an, dann sind die ja nicht synchron. Das ist richtig, genau. Also ich sag mal, gerade wenn man allein ist, sage ich mal, läuft man rum, stellt die einzelnen Kameras ein. Und man muss dann aber natürlich Sprache, Audio wieder in Sync bringen. Ja. Und das können wir jetzt einfach über eine Funktion hier oben, Audioanalyse, anwenden. Dann rechnen wir selbst, also wir vergleichen die einzelnen Audiospuren der verschiedenen Kameras und werden die Kameras wieder in die Position bringen, zu denen sie gestartet worden sind. Wenn wir uns jetzt noch auf dem Bildschirm schauen, dann sehen wir unten, dass die Videospuren ein wenig verschoben sind gegeneinander. Das heißt, jetzt sind sie synchron. Richtig, genau. Wenn ich jetzt noch eine Audiospur zusätzlich hätte, würde die auch damit synchronisiert? Ja, das kann man. Man kann zusätzlich noch eine Master-Audiospur oder eine Aufnahme von einem kleinen USB-Rekorder, den man vielleicht sogar direkt an der Gitarre positioniert hat. Das kann man noch mit zusätzlich reinbringen, richtig. So, und jetzt, wenn man das Ganze laufen lässt,
Das haben wir im Vorfeld schon mal ein bisschen gesehen, irgendwo mal mitten rein, wo alles da ist. So, und jetzt, wenn man das ablaufen lässt, kann man während des Laufens sich die Kamera, also wie unser Micha hier, wie unsere Bildregie, live umschaltet, können wir das dann hier in der Nachbearbeitung machen. Ganz genau. Ich gehe jetzt einfach mal in die Mitte rein, ja. Da wo ich dann halt eben schon alle vier Kameras laufen, ja. Kann da einfach auf Record drücken und habe jetzt hier halt die einzelnen Kameraperspektiven und ja. Kann jetzt zum Beispiel einfach mal auf die Kamera 2 wechseln, wie ja. In einem Sendestudio und zwar live. Okay. Ja, habe dann die Möglichkeit, mal eine andere Perspektive auszuwählen. Man sieht, es wird hier so eine Art virtuelles File geschrieben mit den unterschiedlichen Kameraperspektive. Ja, gut, jetzt haben wir die, das haben wir jetzt als Grobschnitt denn da. Richtig? So, und jetzt kann man sagen, okay, das war's, das speichere ich jetzt so ab. Oder kann ich denn noch ein bisschen rumtunen? Ich möchte zum Beispiel eine weiche Blende haben zwischen den Kameras. Richtig, also wenn ich jetzt sage, okay, also prinzipiell bin ich mit diesem Ergebnis erstmal zufrieden, dann sage ich einfach okay, bin dann halt eben wieder auf meiner Timeline hier, habe hier meine einzeln ausgewählten Clips. Er hat also die Stücke aus dem Video rausgeschnitten im Prinzip und positioniert sie da. Richtig, genau. Also ich kann das mal ein bisschen aufzoomen hier. Mhm. Also man sieht jetzt hier die einzelnen verschiedenen Kameraperspektiven und kann dann natürlich hingehen und kann halt eben verschiedene Überblendungen zum Beispiel einfach hier per Drag and Drop auf meine Zeitleiste ziehen und einbauen. Das heißt denn, an dem Punkt würde eine Überblendung sein? Genau, also wenn ich das jetzt einfach mal abspiele hier, so. Selbst, dann sehe ich die Überblendung direkt auf die andere Kameraperspektive. Cool. Ich habe ja so eben im Opening so einen Film gehabt hier, diesen Oktopus. Ja. Den hatte ich dir im Vorfeld schon mal geschickt und da hast du gesagt, nö, da geht nichts mehr. Denn ihr habt an sich eine Optimierungssoftware noch, um Farben zu optimieren. Gut, das war bei 20 Meter Tiefe tauchen, da geht nichts mehr. Aber den anderen aus 10 Meter Tiefe, die Barracudas, die sollten wir vielleicht noch mal zeigen, wie das geht. Denn ergänzend dazu kann man hinterher den fertig geschnittenen Film noch mal nachbearbeiten und zwar Farben manipulieren oder Farben optimieren, je nachdem, wie man es sagen will. Das ist jetzt hier, wenn wir drauf schauen, der Oktopus. Das ist das Originalmaterial. Ja. Und ich habe jetzt hier unter Anpassung die Möglichkeit, wie in einer Fotosoftware, sage ich mal, Farben entsprechend anzupassen. Und nachdem wir das gemacht haben und halt eben hier verschiedene Settings geändert haben, haben wir halt eben hier auch die Möglichkeit, einen Vorher-Nachher-Vergleich zu machen. Links ist also das Originalmaterial und rechts sehen wir, dass natürlich halt nach den Modifikationen, nach dem Ausbalancieren der verschiedenen Lichtquellen, das Grün wieder zurückkommt. Kann man das auch ablaufen lassen? Ja, natürlich. Das ist das Besondere, sage ich mal. Diese Änderungen wirken eben halt nicht nur Bild für Bild, sondern halt eben auch für das gesamte Videomaterial. Film. Also kann man dann auch einen Sepia-Film plötzlich erstellen? Oder genau. Sowas machen. Jetzt noch eine Frage, uns drängt ein bisschen die Zeit. Ja. Das gibt es nicht geschenkt. Die App ist gratis, die kann man aus dem Internet laden, im Play Store sind sie, im Google Play Store. Mhm. Und die Software, ihr wollt ja auch von irgendwas leben. Richtig, also unsere Videoschnittsoftware fängt bei 60 bis 90 Euro an, sage ich mal, in dem Preisrahmen. Wenn man eine komplette Suite haben möchte, die dann den Bereich Video, Foto, als aber auch Farb- oder Audiobearbeitung abdeckt, liegt man beim Listenpreis von 299 Euro. Ist also auch bezahlbar, auch für den Hobbybereich noch. Volker, ganz herzlichen Dank, ein sehr interessantes Produkt. Und unser Wolfgang, der war in China und hat dort Elektronik eingekauft. Ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Ich wollte ein Telefon haben, wo man nicht laufend putzen muss. Das ist ja wirklich Mist mit diesen Dingern. Ja, alles dreht sich im Grunde genommen um diese Dattelphones. Naja, die braucht man dazu zum Steuern. Wozu? Schauen Sie mal, ich habe hier so einen Klumpen. Den gibt es von verschiedenen Herstellern im Internet für Preise von etwa 85 bis 140, 150 Euro. Habe ich sie gesehen, alle vom gleichen Hersteller. Nur andere Bezeichnungen dann da oben drauf. Was ist das nun eigentlich? Das ist ein Zwischenstecker, etwas klobig. Da kommt er in die Steckdose und hier kann ich ein Gerät anschließen. Und jetzt stecke ich den einfach mal hier in die Steckdose rein und da fängt er dann an zu blinken. Power ist an, GSM blinkt und jetzt wissen Sie schon, was passiert. Hier ist im Grunde genommen ein Telefonmodul eingebaut, ein GSM-Modul. Er hat sich jetzt in das Netz eingewählt, jetzt ist die Verbindung stabil und jetzt wird es einen kleinen Moment dauern, wenn er jetzt wieder blinkt. Jetzt sendet er eine Nachricht aus und zwar
zu meinem Telefon. Das eine habe ich gesagt, nicht drei, aber die Dinger, die machen sowieso, was sie wollen. So, und was hat er jetzt geschrieben? Er hat mir jetzt hier geschrieben, dass er wieder Strom bekommen hat und der Status ist eingeschaltet. Eingeschaltet heißt, hier unten sehen wir auch diese rote Leuchtdiode. Ich glaube, die kann man irgendwie erkennen. Und das bedeutet, dass auf der Steckdose Strom ist. Und er gibt mir die Temperatur an, denn er hat hier an der Seite noch einen Temperatursensor da. Den kann man auch abziehen und über eine Verlängerung irgendwo anders hin tun. So, dass Strom drauf ist, das kann ich Ihnen zeigen. Ich habe meine 100 Jahre alte Nähmaschinenlampe mitgebracht. So, also, da ist Strom drauf. Jetzt kann ich diesem Teil natürlich antworten. Ich kann ihm einfach sagen, ich möchte, Moment, da müssen wir Nachricht schreiben und dann sagen wir ihm Raute 02 Raute senden. So, jetzt wird die gesendet an dieses Teil hier. Da ist natürlich ein SIM drin, denn anders geht es ja gar nicht. Und jetzt blinkt sie und Sie haben auch gesehen hier, meine alte Lampe ist ausgeschaltet worden. Das heißt, und jetzt will er wieder was. Natürlich, das Teil ist fleißig. Es hat mir jetzt wieder eine Nachricht geschickt und da steht er mir, schreibt er mir, dass es ausgeschaltet worden ist. Ja. Also, er kommuniziert mit mir, ich kann mit ihm sprechen. Das Teil kann unglaublich viel. Ich kann viele verschiedene Telefone anmelden mit weniger Rechten, das sogenannte Family-Telefone. Ich habe die Möglichkeit, Timer zu setzen, verzögertes Einschalten, verzögertes Ausschalten. Ich kann nur zu bestimmten Zeiten irgendwas ein- und ausschalten. Ich kann über diesen Temperatursensor dem Teil auch mitteilen, pass mal auf, jetzt kannst du, wenn die Temperatur den Wert übersteigt oder den Wert untersteigt, schickst du mir bitte eine Nachricht und sagst mir, so sieht es aus. Oder du schaltest die Dose in Abhängigkeit von der Temperatur ein und aus, also zum Beispiel Heizung oder irgendwas Ähnliches. All das lässt sich machen, all das geht. Und jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. Das ist einmal der Preis. Der Preis hat mich gestört. Also habe ich geguckt, was gibt es denn da? Und da habe ich hier etwas gefunden. Das ist viel, viel kleiner. Jetzt lachen Sie nicht so sehr. Naja, Strom. Ich habe ihn rausgezogen, hatte mir gleich wieder per SMS gemeldet, dass er nun keinen Strom mehr hat. Das hier sieht ein bisschen merkwürdig aus. Hier war so ein japanischer Stecker oder chinesischer Stecker drauf. Den konnte ich bei uns in die Steckdose stecken. Also habe ich mir hier vom Stecker ein Stück abgeschnitten. So, der kann im Grunde genommen genau das Gleiche. Auch hier kann ich ein SIM reinstecken. So. Und kann meine Geräte anschließen und stecke das in die Steckdose und kann es aus der Ferne schalten. Allerdings hat er nicht diesen ganzen Zubehörkrempel, nicht diesen ganzen Kram wie das teure Teil, sondern ich kann hier nur ein- und ausschalten aus der Ferne. Aber es reicht mir vielleicht. Aber der Preis, das Teil kostet in China, wenn man es aus Deutschland bestellt, etwa 13 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Teilweise sogar inklusive Porto und Verpackung. Und das ist natürlich ein Unterschied. Wenn ich irgendwo im Gerätehaus oder sonst wo im Gartenhäuschen, wo ich auch Strom habe, so ein Ding in die Steckdose stecke und kann dann gucken, was kann ich machen, ist schön. Klein, fein, mein, hätte ich was gesagt. Also, ich habe natürlich das Ding mal zerpflückt, damit man mal reingucken kann. So sieht es aus. Es ist also hier sogar eine vernünftige Antenne drin. Also man kann also auch in nicht ganz so gut versorgten Gebieten noch etwas erreichen. Und hier das GSM-Modul, was da drin ist, das ist von Siemens, steht da drauf. Also nicht irgendwas Billiges, sonst was Gemachtes. So, jetzt kommen wir zu den Schweinereien des Lebens. Was ist das? Klein, schwarz. Gucken wir uns an. Und das ist ein... Ja, man sagt positiv ausgedrückt ein Babyphone. Hier kommt mein SIM rein, so. Und wenn das Modul drin ist, hat sich das Teil eingeschaltet. Da ist ein Akku eingebaut, den ich aufladen kann und das war's. Sobald jetzt hier Geräusche mit Lautstärke über 45 dB erkannt werden, sendet mir das eine SMS, je nach Einstellung. Und ich kann es dann anrufen und kann hören, was in dem Raum passiert. Ich kann auch so anrufen, ohne dass ich eine Nachricht bekomme. Es gibt zwei unterschiedliche Modi.
Das Gleiche gibt es nochmal für gleiche Schweinerei zu machen mit einem Bewegungsmelder, Entfernung so ungefähr Infrarotdetektion 4 bis 5 Meter. Beide kosten jeweils deutlich unter 10 Euro. Und dann habe ich noch so ein schönes, feines Ding. Da steht aber was anderes drauf, da steht GPS drauf. Das kann das, was die beiden können. Allerdings schickt es mir auch noch die Koordinaten mit, wo es sich im Moment befindet. Und das kann es aus WLAN oder Internet herausholen. Oder es kann einfach nur, wenn es GPS-Satelliten empfangen kann, mir diese Daten schicken. So, und dann habe ich auch eine Notruftaste drauf. Es kann bis zu 9 Telefonnummern anrufen, wenn ich da drauf drücke, wenn irgendwas ist. Es kann Autos überwachen, Standorte überwachen, wo befindet sich etwas und so weiter. Also unglaublich viel. Und auch das kostet, ich glaube, gerade mal so um die 14 Euro herum. Damit kann man, wenn man das ins Auto hängt, hängt es an die Bordbatterie irgendwo ran, kann man immer gucken, wo der Dieb mit dem eigenen Auto ist oder andere Sachen. Und wenn ich es anrufe, da ist natürlich auch ein Mikrofon eingebaut und dieses eingebaute Mikrofon, das kann ich noch ergänzen über einen Ohrhörer, den ich anschließe und dann habe ich ein komplettes Telefon noch da drin für deutlich unter 20 Euro. Ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll. Und alles zur Überwachung. Tja. Nein, Babyfon ist ja keine Überwachung. Ja, das Baby muss überwacht werden. Du nimmst dein mal. Hemd ist heller. Ja, meins ist gewaschen. Ach so. Und das hier ist ganz neu von Thomas Ritter. Das ist nicht gewaschen. Das nicht so oft gewaschen, sagen wir mal so. Ja, also damit sind wir bei der Geschichte für unseren Job. Ein Hemd, das Hemd nicht nur, nein, das schafft auch Verbundenheit. Und immer ein Bit übrig behalten, steht natürlich auch auf unserer Einkaufstasche, die ein gutes Gewissen macht. Jetzt macht er mir die. So. Die ein gutes Gewissen macht. Wenn man sie oft benutzen kann und wenn man nicht irgendwo Plastikbeutel nimmt oder hat, die man dann wegwerfen muss. Daumen hoch. Daumen wir hoch. Sagen tschüss. Guckt ins Forum. Wer in Urlaub fährt, schönen Urlaub. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Und tschüss. Und tschüss.